Arbeit? Primark? Das ist ja ganz was Neues. Hallo meine Einhörnchen, herzlich willkommen bei Was zum Montag. Yay, endlich gibt's wieder Was zum Montag. Ich war ein bisschen sehr beschäftigt, deswegen gab's das nicht, aber ich bemühe mich, das jetzt wieder ganz regelmäßig zu machen. Und heute geht's um Primark. Und ihr erwartet bestimmt was anderes, als ich jetzt erzähle, aber das ist okay. Für alle, die nicht wissen, was Primark ist, das ist so ein bisschen wie H&M, aber auch ein bisschen wie Kick. Also es kostet so viel wie Kick, aber hat besseres Design, sozusagen. Und also es sind Klamotten, Schuhe, Klamotten, so ein bisschen Einrichtungszeugs und so. Und in Berlin gab es schon eins. Und jetzt hat noch eins aufgemacht am Alexanderplatz, da wo der große Turm steht, den alle Menschen kennen. Und ja, es ist ganz lustig. Und zwar bei Facebook wurde ich eingeladen zu so komischen Protestaktionen vor Primark. Und jetzt denkt ihr bestimmt, ja, ist doch voll gut und so. Und Protest immer geil. Und tendenziell bin ich auch immer so, ja, fuck the system und so, anti-anti. Aber die Leute, die mir halt diese Sachen geschickt haben, und ich weiß ganz genau, wie dieser Protest ausgesehen hat, ich habe auch Fotos gesehen und alles, die Leute posten da halt Sachen rein, sowas wie, ja, Primark produziert in Bangladesch, Primark macht das alles mit Kinderarbeit, und ich bin nur so, oh, Kinderarbeit? Primark? Das ist ja ganz was Neues. Also Leute, ganz im Ernst, denkt ihr wirklich, eure Sachen, also wenn ihr eine Hose kauft, ja, und diese Hose kostet 10 Euro, denkt ihr wirklich, das wird mit Sachen gemacht, so mit Bio-Baumwolle und von Leuten, die total gut bezahlt werden in einem Erste-Welt-Land? Also ich meine, ich weiß, ein paar von euch sind sehr, sehr jung, aber selbst die unter euch, die 12 Jahre alt sind, Leute, wenn ihr Sachen kauft für so wenig Geld, dann hat irgendjemand dafür gelitten. Und das ist aber nicht nur bei Primark so, das ist auch bei H&M so, das ist auch bei euren iPhones so und das ist auch bei euren Nike Air Max so. Und diese Leute, ja, die mich dazu eingeladen haben, stehen da in ihrer H&M-Jacke, mit ihrem H&M-Shirt, ihrer Diesel-Jeans, ihren Nike Air Max-Schuhen und ihrem iPhone, mit dem sie den Primark-Protest fotografieren und kacken mich dann an, dass ich nicht da bin? Was ist da kaputt? Also ich meine, die Leute sollten einfach mal drüber nachdenken, was sie selber einkaufen und was sie da fabrizieren. Ich meine, wir leben in Berlin, ja? Ich lebe in Berlin und es gibt so viele kleine Designer wie mich, bei denen man einkaufen kann. Und anstatt sich 5 T-Shirts bei Primark oder H&M zu kaufen, könnte man sich einfach mal ein T-Shirt dort kaufen und was Gutes tun, anstatt den Leuten auf dem Alexanderplatz auf den Sack zu gehen. Ich meine, die Leute gehen trotzdem bei Primark einkaufen. Das ist so wie, man druckt diese komischen Bilder von diesen ekligen Sachen auf Zigarettenpackungen in der Hoffnung, dass weniger Leute rauchen. Die Leute rauchen sowieso, ist denen doch scheißegal. Und ob da jetzt Leute stehen und sagen, es wird hier mit Kindern gemacht, das ist den Leuten auch scheißegal. Und wir leben nun mal in einem Erste-Welt-Land und uns würde das nicht wirklich tangieren, wenn die Hose jetzt 5 Euro mehr kosten würde. Aber die Leute drüben hätten viel besseres Leben, aber damit haben wir nichts zu tun. Wir haben was damit zu tun, wie unser Kaufverhalten ist. Und ich sag nicht, geht nicht zu Primark. Ich sag aber auch nicht, geht zu Primark. Ich sag einfach, denkt ein bisschen drüber nach, was ihr macht. Und ja, vielleicht denkt ihr nächstes Mal, brauche ich wirklich das von H&M? Brauche ich wirklich 5 Stück davon? Oder gehe ich eher zu so Leuten wie mir? Und ich sag nicht, kauf bei mir, ne? Ich sag einfach nur, es gibt überall genug Designer, bei denen man kaufen kann. Coole Klamotten für nicht so viel Geld. Man kriegt für 25 Euro ein cooles bedrucktes T-Shirt, was dann auch nicht jeder hat. Ne? Du gehst in den Club, 20.000 Leute haben das gleiche T-Shirt an wie du. Und das passierte dann wahrscheinlich nicht so oft. Und ja, mich kotzt es einfach an, dieses Mitläufertum und dieses überhaupt nicht nachdenken, was man da macht. Und das ist voll okay, wenn ihr nicht meiner Meinung seid und sagt, ja, das war voll gut, dass die da standen, aber ich glaube einfach, es wäre sinnvoller gewesen, hätten all die Leute, die da stehen, was von jemand anderem gekauft, von jemandem, der es in Deutschland produzieren lässt oder selbst in der EU produzieren lässt. Ja, selbst wenn ich es in Polen machen lasse, ist es immer noch besser als in Bangladesch. Und ich habe damals in der Ausbildung haben wir so einen Film geguckt, der hieß China Blue. Und da geht es darum, wie dieses Mädchen in China in eine Fabrik geht, weil ihre Eltern sich die Schule nicht mehr leisten können und sie halt ihr eigenes Geld verdienen muss, weil, ne, Schule kostet Geld. Nicht alle Leute sind so privilegiert wie wir in Deutschland.
Und wie sie dann einen Job findet als Fadenabschneiderin in einer Hosenfabrik, glaube ich, ist es. Und ja, ihr Arbeitsalltag einfach, wie sie da wohnt mit 20.000 Leuten in einem Zimmer, wie sie nie weiß, wann sie Geld bekommt, wie viel sie arbeiten muss, teilweise 20 Stunden und so. Und jetzt müsst ihr überlegen, dieser Film wurde gedreht, ohne dass es Stress gab. Heißt, es muss schon eine der besseren Fabriken sein. Und ja, wenn euch das interessiert, guckt gerne rein. Ich schreibe den Titel nochmal unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr googeln und ihr findet bestimmt irgendwo einen Stream oder so, wo man das gucken kann. Vielleicht kann man das sogar bei YouTube hier gucken. Und ja, was denkt ihr dazu? Sagt ihr, ja, das ist cool und es ist wichtig, dass Leute vor Primark stehen? Oder sagt ihr, das ist wichtig, dass sich im Kopf was ändert? Weil ich glaube, die Hälfte der Leute, die da stand, ganz ehrlich, wird in einem halben Jahr auch eine Hose von Primark haben. Und ja, ich finde es einfach wichtig, dass Leute nachdenken, anstatt einfach mitzulaufen. Sonst haben wir wieder 1945 und das wäre ziemlich uncool. Ja, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich diskutiere gerne bei euch mit und ansonsten sehen wir uns am Mittwoch zu einem neuen DIY. Da kommt ein sehr lustiges DIY, nämlich Bastel mit Mr. Trashpack. Ich freue mich schon sehr. Und ja, folgt mir gerne überall hin: Facebook, Instagram, Twitter und falls ihr einen Lieblings-Indie-Designer habt, der coole Sachen macht und ihr wollt das den anderen gerne sagen, dann postet das auch in die Kommentare. Ich gucke mir die Sachen gerne alle an. Bis dann. Tschüss.